Moin Moin und willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich glaube, wir waren dabei, neue Felder zu ziehen. Oben an unserem, dem landwirtschaftlichen Außenposten, der komplett eskaliert ist. Aber wir sind ja jetzt gerade wieder dabei, den Zustand so herzustellen, dass es wirklich nur ein landwirtschaftlicher Außenposten ist. Und entsprechend sollte das passen. Wir haben, glaube ich, auch schon Felder gezogen. Hier 10x16, glaube ich. Die lassen wir natürlich von den Leuten auch gerne nochmal bewirtschaften hier. Sache ist, ich glaube, ich wollte hier nochmal eins dran setzen. Aber das hatte nicht gepasst. Da mussten noch mehr Häuser weg. Nee. Ah, so klar, Moment. Ich probiere direkt mal. Hi. Das könnte vielleicht sogar passen. Moment. Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Wird natürlich relativ witzig werden. Tatsächlich 10. 10! Geht das nicht wegen dem hier? Das wäre jetzt natürlich gemein. Das würde gehen. Spiel, willst du mich trollen? Hör auf damit. Mehr Luft lassen als... Ja gut, aber es passt. Oh, passt nicht. Aber genau deswegen machen wir doch gerade diese Experimente. Hier ist ein Haus im Weg. Du bist eine Küche, ne? Ne, du bist eine Schmiede. Eine Küche. Arbeitet hier jemand? Nö. Ja gut. Auf das die Lebensmittelkrise wieder von vorne startet. Und weg damit. B-E-C-H. Hab ich... Ich hab das war auf die falsche Küche. Obwohl eigentlich... ja ehrlich gesagt auch im Weg, ne? Oh Gott, ich sehe die Lebensmittelkrise wieder incoming. Ja, das kriegen wir schon geregelt. Ich liebe es ja, Probleme zu lösen. Also lass uns künstlich welche schaffen. Das ist ja eine ganz tolle Logik. Ah, schön. Ja, aber das nenne ich mal einen gut gelaunten Start ins Chaos. Woo, bin richtig motiviert. Landwirtschaft. Welt. Wenn ich dabei jetzt zu laut brülle, tut es mir leid. Mal 16. Zack. Das heißt, ich kann da jetzt aber nochmal den Weg dran setzen. Oh, ich bin überladen. Aha, aha. Lass mich doch mal was wegschmeißen. 19 Holzstämmen zum Beispiel. Leg die mal zur Seite. Okay, das überzeugt mich gerade irgendwie nicht, so von der Optik. Aber egal. Erstmal einen Weg in der Mitte durch.
Über die Schönheit machen wir uns später Gedanken. Aber das gefällt mir. So, ich habe auch das Gefühl, dass ich erstmal wieder einen Gästeschlafplatz brauche. Tut nicht so, als wenn euch kalt wäre. Ich habe genug Holz für alle. Sind doch jetzt zwei Felder mit 10x16, oder habe ich da jetzt wieder was vergessen? Gleiche Steuern auf jeden Fall. 10x16. Und 10x16. Perfekt. Geregelt. So, ich gehe mal kurz schlafen. Guten Tag, bei wem schlafe ich? Vielen Dank, Jagat und Henrika. Ihr seid echt gut zu mir. Bis zum nächsten Tag. Ja! So. Ja, weiter, weiter, weiter. Habe ich hier große Felder? Die Frage? Ein weiteres passt da mit Sicherheit nicht neben, oder? Oh, das wäre es jetzt noch. Wenn das noch passen würde, noch ein 10er, aber das. Nee. Nee. Das würde tatsächlich passen. Gut, jetzt gerade ist da mein frisch gebautes Rohstofflager zwischen, aber das ist ja wieder was anderes. Das müsste ich aber irgendwie ganz anders ansetzen. Ah, es war so ein 10er-Feld hier. Müsste ich hier die Ecke noch nutzen, um vielleicht nochmal Häuser drauf zu stellen. Oben muss ja nur Lebensmittellager, Rohstofflager, Wohnhäuser und die Scheune. Gucken, ob da noch ein Haus passt. Falsche Taste, Gebäude. Nicht so, oder? Die Frage, ob ohne diesen Baum es passen würde. Das sah nämlich eigentlich ganz gut aus. Leider nicht. Auch hier die Fischerhütte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie brauche. Nun, wie setze ich die Häuser denn jetzt hier am besten? Bis an das Feld? Willst du jetzt anfangen zu arbeiten? Eine gute sein oder gehst du nach Hause? Auf das Feld? Ja, auch, okay. Nee, du nicht. Wo gehst du schnell hin? Noch mal kurz Leute beobachten. Jo, sie fängt an. Weil die Sache ist, das können wir auch selber machen. Da können wir unsere Landwirtschaftspunkte noch mal mit leveln. Da könnten wir auch noch mal ein paar Punkte gebrauchen. Na gut, brauchen wir die noch? Mehr Früchte. Mehr Ausdauer fürs Reittier. Zuckerbrot und Peitsche. Lohnt sich leider.
trotzdem die Sache, wie kriege ich das jetzt am besten geregelt? Bring mal kurz hier was ins Lager. Oh, nicht, dass ich das Lagerdeck nochmal abreiße. Haben wir doch erst frisch gebaut. Na gut, zuzutrauen ist es mir. Wer arbeitet hier eigentlich? Yeah, Landwirtschaft, Scheune 2, 6 Leute. Wie wär's mit Arbeitslosen, bitte? Nennt man jetzt nicht diese Kinder? Du bist schwanger, aber du bist hier, das ist gut. Taugst da nicht so viel? Noch ein Kind? Ah, Svitu, du sollst umziehen, glaube ich, genau. Wilhelm? Wilhelm könnte ich mit in die Scheune 2 reinpacken. Als Landwirt bitte. So. Ich dachte hier mit den Feldern. Eigentlich hätte ich da wirklich, wirklich, wirklich gern noch ein Feld. Hier drei große Felder auf dieser Fläche. Das würde mir eigentlich gefallen. Problem ist, dann ist das Rohstofflager, was ich ganz frisch gebaut habe, wäre dafür im Weg. Da kommt doch keiner an, dass das passt. Platz für ein Haus bauen. Ich sollte vielleicht was trinken. Aber wir haben doch bestimmt gutes Zeug auf Lager. Danke. Ich gebe zu. Das Essen könnte mehr sein. Wie gesagt, Nahrungskrise könnte wiederkommen. Aber die kriege ich dann im Nachgang schon in den Griff. Das ist machbar. So. Toll, an genau dieser Stelle würde ich sie gerne stehen lassen, weil ich das eigentlich ganz geil finde. Hier die Häuser in einem Rondell drum? Das könnte mir gefallen. Ah, ich mach mal kurz ein paar Bäume weg. Oh. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Hier steht noch ein Weg. Achso. Ja, okay. Hier mal kurz Platz machen. Bin überladen. Gut. So mag ich das doch. Was war denn mein Reittier? Geh! Jacqueline! Nein, ich muss sie noch Jacqueline nennen. Aber mir ist auch aufgefallen, Schulz, meine ich, das ist ein Pferd und kein Esel. Da habe ich mich ein ganz kleines bisschen vertan. Du bist ja schon überladen. Hier ist noch mehr. Es geht tatsächlich. Ja, okay, dann kann ich es aber nicht mehr rufen. Ja, ist okay. Ist aber auch Sünde, was ich hier gerade tue, ne?
ist die Sache. Ich konnte doch, glaube ich, per Funk die Sachen aus meinem Inventar darüber schicken. Ja, Funk klingt jetzt irgendwie falsch in dem Setting hier, aber... Nimm ich auch rüber an Iris? Wie geht das? Jetzt sage, dass ich jetzt mich hier dran stelle, in mein Inventar gehe, in das Inventar von meinem Esel. Ah, Funk hat eine begrenzte Reichweite. Okay. Man muss das ja alles mal testen, ja? Wie weit man das Spiel hier irgendwie ausnutzen kann. Ja, gib mir mal bitte noch mal ein paar von denen zurück. Danke. Häuser, einfaches Haus. Dieser Baum muss weg. Hier noch? Das ist natürlich alles nicht passt. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber ganz ehrlich, der Boden hier ist auch so uneben. Wundern würde es mich ja auch nicht, wenn es nicht geht. Ich müsste dich da jetzt noch schräg dran anpassen. Oh, schön. Ja, damit kann ich leben. Hab ich mehr als einen Hammer? Zufällig? Jo, hab ich. Wir wollen natürlich Steinwand. Steine Tür. Bretter. Und dass wir genug Bretter haben gleich. Rein. 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 Bretter. Rein mit Fenster. Rein. Bretter. Hi. Bretter. Rein mit Fenster. Rein. 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 Direkt schon mal Holzstämme reinkloppen. Davon haben wir ja genug dabei. So, du hast noch mehr Stämme für mich, ne? Entschuldigung! Ich habe mit Hammer auf meinen Esel geschlagen! Wie geht's dir? Halb so schlimm. Armer Esel. Hab Papa gemeint zu dir. Oh Mann! Dann bin ich jetzt auch noch überladen mit Dingen. Federn und Holzstämme. Und du hast noch... Ah, Federn. Und auch noch Steine. Ach, wie praktisch.
Also eigentlich muss ich mir gerade nur Sorgen machen, ob wir noch genug Bretter haben. Vorher kann ich dann links das Haus wegreißen. Da habe ich Platte fällt. Na gut. Als nächstes muss ich ja leider auch noch den Rohstoffladen hier wegschicken. Das habe ich ja richtig gut eingefädelt. Ah ja, Bretter haben wir genug, schön. Steine auch? Oh, wir haben keine Steine mehr. Okay. 12 pro. Wir haben 6 Dinger. Das macht 72 Bretter brauche ich. 12 hatte ich. 60 muss ich noch dazu nehmen. So. Mathe! Jetzt auch 40 Steine dazu. Bin ich ja hier, ne? Richtig gut. Dann machen wir jetzt ein Haus fertig. Na gut, mit Pech reicht der Hammer nicht. Das könnte jetzt noch passieren. Aber hoffen wir einfach mal das Beste. Ich habe doch drüben die Dächer schon angefangen. Können wir die doch auch nehmen. Zack, schnelleres Bauen. Noch schnelleres Bauen. Maximal schnelles Bauen. Schön. So, das ist jetzt eigentlich auch nur das eine Haus, was da im Weg steht. Dafür werde ich das dann wegreißen. Ich hätte da wirklich, wirklich, wirklich gerne noch ein großes Feld dran. 3 große Felder, hier so ein kleines Rondell. Das wäre in Ordnung. Da fehlt noch ein Baustamm? Gut. Ich muss wahrscheinlich noch einen Baumstamm holen gleich. Außer hier liegt gleich irgendwo einer rum. Dann natürlich nicht. Ach so, Ausdauer. Ja, ja. Noch Holzstämme. Also wirklich. 3 Baumstämme fehlen jetzt noch. Ist ja eine ganze Fichte. Hier liegt nicht zufällig noch einer rum, oder? So, ich brauche 3 Holzstämme. Die liegen ja am besten vorne auch rum. Ich hatte ja doch, glaube ich, welche am Feld liegen. Oh. Okay, dich meinte ich jetzt nicht, aber euch nehme ich trotzdem mal mit. Die da. Die da, die da, die da und die da. 30. Na gut. Ist mal wieder großzügig viel. Wahrscheinlich liegt sie deswegen da auf, weil es im Inventar einfach nicht gepasst hat. Hinten und vorne nicht. Oh. Die Stimme jetzt auch erstmal wegbringen können, aber egal. Machen das Haus gleich fertig. Reißen dann wieder eins ab. Tata! Jetzt habe ich leider den Namen wieder vergessen von den Leuten, die mich die Nacht beherbergt haben. Mist. Namen hier. Jackert und Henrika. Ich zieh gleich einmal um. An das Haus weg. Verwaltung. Name.
Jakart. Umziehen in das da. Ja, Henrika, darfst du gerne mitnehmen. Und auf geht's. Ja, schön, so langsam kommt Ordnung rein. Das gefällt mir. Ah, ist ja gleich schon wieder beladen, hier der Typ. Da sind wir. Oh, das ist mal öfter ins Fitnessstudio. Oh, kann ich mich danach noch bewegen? Lass es uns testen. Ja! In Lichtgeschwindigkeit! Das Schöne ist, das Lager ist jetzt hier direkt nebenan. Das ist schon irgendwie in Ordnung. Ja. Oh. Perfekt. So. Das Blöde ist, mein direkt hingesetztes Rohstofflager braucht auch einen neuen Platz. Aber auch da würde ich jetzt mal fast sagen, das kann ich dann auch nochmal alleine aufbauen. Aber wir können uns gerne gemeinsam einen Platz suchen. Muss euch ja jetzt nicht gefühlt zweimal hintereinander ein neues Rohstofflager drehen. Kann man ja mal sein lassen. Zerstören. So, ich würde dieses Rondell übrigens gerne, bis ihr mal seht. Ich hätte das Haus weiter hinten sitzen müssen. Eigentlich, jetzt mal ganz im Ernst, hätte das bisschen weiter hinten setzen müssen, dass man hier die Scheune hat. Haus, dass man hier einmal rum die Häuser sieht. Aber ich sehe auch gerade, wenn ich jetzt hier noch ein Haus hinsetzen möchte, optisch passt wäre, müsste ich nicht den nach hinten setzen, sondern die Scheune nach vorne. Das wäre ja eine halbe Katastrophe, wenn ich die Scheune nochmal umziehen müsste. Sag mal, Wilhelm! Warum? Hier sind genug Felder zu bearbeiten. Oder schicken Sie nur eine Person pro Feld raus? Eine Person pro Feld wäre natürlich bitter. Weil dann brauchen die natürlich ewig für die großen Felder. Ah, ja, okay. Müsste man mal schauen. Wo packe ich dieses Rohstofflager hin? Auf jeden Fall würde ich hier gerne noch ein Haus hinsetzen. Da genug Platz. Noch mal ein paar Stämme mitnehmen. Hier gerade am Rumexperimentieren. Ach, die kann ich dann ja grundsätzlich versuchen, soweit fertig zu bauen. Können wir wirklich aktiv mit den Feldern weitermachen beim nächsten Mal. Ach, ich versuch's, ich kann's nicht versprechen. Ebene halt, hier passt es hier echt nicht hin, ne? Nee, doch. Wir können das mal versuchen, hier auch mal wegmachen. Machen hier nochmal die Bäume weg. Überladen. Na danke. Ja, ich muss die Scheune der Optik halber tatsächlich nach vorne ziehen. Ah, so ein Mist aber auch.
gehe mal davon aus, dass grundsätzlich klar wird, wie ich das Haus hier gerne hätte. Okay. Du bist auch dieses Haus. Ich muss dieses Haus eigentlich, damit es sich für mich richtig anfühlt, umsetzen. Ah, ich müsste so viel umbauen. Mann! Gut, ich stehe aufs Umbauen, aber... Mann! Wie? Auch vierer Landwirtschaftsmenschen. Oh, eine schwangere Frau, die ich auf die Straße setzen würde. Jetzt habe ich nämlich gerade das Problem, ich kriege jetzt gerade kein Pufferhaus gebaut. Müsste die umziehen, die bestehenden. Ja. Würde ich die Leute mit Sicherheit ziemlich unglücklich machen, wenn ich das jetzt abreiße. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Baupunkte. Und ich möchte ja, dass ich am Ende glücklich bin. Ich beiß den sauren Apfel. Tschüss, war schön mit euch. Oh Mann. Ich reiß das Haus jetzt einfach ab mit der Schwangeren. Ah! So. Ich zeichne mit euch zusammen jetzt noch einmal das neue an. Ich versuch's. Und dann verschone ich euch auch jetzt gerade mit dem Kram. Ich gucke mal, ob ich da bis zum nächsten Mal noch ein bisschen was davon schaffe. Zack. Gebäude? Häuser? Ich bin jetzt gerade wegen diesem Baum. Wegen diesem Baum. Immer wieder schön. Aber das wollte auf Stelzen stehen, das Haus. Ich möchte ja nicht, dass es auf Stelzen steht. So gar nicht. Ja, Rasimir, du hast Hunger. Ich hab's gecheckt. Dann mach wohl nicht so laut knurren. Aber halt gerade keine Zeit fürs Essen. So. Ich möchte nicht, dass es auf Stelzen steht. Ich glaube, das wird nichts. Nicht stelzenfrei zumindest. Der Optik wegen ein Haus abgerissen? Mist. Ich bin nicht zufrieden. Jetzt kann man...
Ja, mit dem hier wahrscheinlich das gleiche Problem, ne? Was geht denn los? Ich muss sehen. Das ist jetzt ein bisschen Bastelei. Das versuche ich mal irgendwie bis zur nächsten Folge geregelt zu kriegen. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wie immer der Wunsch, wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.